Die israelische Armee hat erneut Maßnahmen ergriffen, um die Terrororganisation Hamas im Gazastreifen vollständig zu zerstören. Wenn wir uns ansehen, was heute in der Region passiert ist, sehen wir, dass die IDF die Hamas durch ihre Zwei-Wege-Bodenoffensive ernsthaft in die Enge getrieben hat. Die israelische Armee rückt entschlossen auf dem Schlachtfeld im Gazastreifen vor. Dieser Kurs geht auf drei verschiedenen Routen weiter. Kurs 1, nördlich von Gaza. Dort hatten die IDF-Truppen zuletzt eine Raketenfabrik in der Nähe von Jabalia erobert und ihren Vormarsch in der Siedlung fortgesetzt. Die israelische Armee, zweiter seine Route, liegt im Südosten der Zentralstadt Gaza, an den Grenzlinien der Stadt Shukaiya. Hier zerstreuen sich IDF-Truppen in nördliche und südliche Richtungen und erhöhen den Druck. Die letzte Route ist der Süden des Gazastreifens, einschließlich Khan Yunus, wo in den letzten Tagen die eigentlichen Zusammenstöße stattfanden. Hier ist die erste Route in Richtung Jabalia im Norden von Gaza und die dritte Route in Richtung Gaza, die Khan Yunus im Süden, ist sehr kritisch. Vor allem in den letzten Tagen gab es in dieser Richtung große Veränderungen und die Operation der IDF hat ein Niveau erreicht. Dieser Unterdrückungsprozess in den nördlichen und südlichen Regionen des Gazastreifens führt zu großen Meinungsverschiedenheiten innerhalb der Terrororganisation, zu Spaltungen und zu einem Rückgang des Glaubens an Krieg. Israel spürt diesen Druck zuerst im Norden des Gazastreifens. Die auffälligste Entwicklung des Tages kam aus dem Norden des Gazastreifens. Mit dem Druck der IDF auf Khan Yunus und der Gefangennahme von Hamas-Führern und Yahya Sin. Eins in die Ecke begann die Hamas an der Nordfront zu zerfallen. Mehr als 200 Hamas-Mitglieder haben sich freiwillig den israelischen Streitkräften ergeben. Jetzt tauchen wir ein in die operativen Details dieser sehr dramatischen Ereignisse und in die Ereignisse im Norden und Süden. Seit den letzten Tagen, als IDF-Truppen in der südlichen Gazastadt Khan Yunus eine Bodenoffensive begannen, hatte die Hamas begonnen, den Nordflügel des Streifens zu leeren. Angesichts dieses Defizits beschloss die IDF, ihre Truppen auf dem Beit Hanun, Beit Lahia und Atatra-Streifen zu verstärken und ihre bereits in Gaza vorrückenden Truppen zur Unterstützung von Jabalia zu entsenden. In Jabalia gab es bereits eine bestimmte Anzahl militärischer Einheiten der IDF-Streitkräfte, die bisher zahlreiche Terrorlager erobert und Hunderte von Terrormitgliedern der Hamas eliminiert haben. Als weitere Truppen der israelischen Armee in Jabalia eintrafen, war für die Hamas das Ende der Straße zu sehen. Die jüngsten Berichte aus der Region zeigten, dass Hamas-Mitglieder in die Enge getrieben wurden und verzweifelt versuchten, das Feuer zu eröffnen. Die IDF veröffentlichte sogar Aufnahmen von einer Körperkamera eines bewaffneten Hamas-Mitglieds während der jüngsten Zusammenstöße in Jabalia, die zeigen, wie bewaffnete Mitglieder der Terrorgruppe in einem Gebäude kriechen, während sie versuchen, eine israelische Position anzugreifen. In dem Gebäude, in dem sich diese Terroristen befinden, haben Soldaten der Nahal-Brigade eine massive Operation durchgeführt und Hunderte von bewaffneten Terrormilizen, darunter Mitglieder der Hamas, die eine Körperkamera trugen, eliminiert. Die Hamas hatte bereits eine große Raketenfabrik in diesem Gebiet verloren. Diese Terroranlage war für die Hamas die größte Waffen- und Raketenproduktionsanlage im Gazastreifen. Nachdem nun auch die Nahal-Brigade die verbliebenen Mitglieder des Terrors überfiel, wurde die Siedlung Jabalia zur letzten Station für die Hamas. Dies führte zur Kapitulation der bewaffneten Personen innerhalb der Terrororganisation an die IDF. Diese schockierende Nachricht war eine der schockierendsten Schlagzeilen des Tages. Obwohl die Nachrichten zu diesem Thema als Behauptungen beschrieben wurden, wurden die neuesten Details in letzter Minute von Jabalia durch konkrete Bilder und Daten unterstützt, die diese Behauptungen belegen. Die IDF gab bekannt, dass in Jabalia mehr als 120 Mitglieder der Terrororganisation Hamas ihre Waffen niederlegten, um sich zu ergeben. Das heißt, sie schwenkten eine weiße Fahne. Die schockierenden Bilder deuteten in der Tat darauf hin, dass die Hamas-Terroristen kapitulierten, weil sie in Jabalia keine andere Wahl hatten. Wie bereits erwähnt, hat die IDF in Jabalia die wichtigsten Verteidigungsburgen, Waffen- und Raketenproduktionsanlagen und Verteidigungslinien der Hamas erobert.
Der letzte Schlag wurde von Soldaten der Nahal-Brigade getroffen, indem sie eines der Hauptquartiere der Hamas eroberten. Daher war der logischste Schritt für die Mitglieder der Hamas die Kapitulation. Die geteilten Bilder zeigten, dass Dutzende von Hamas-Terrormitgliedern, die sich in Gaza von israelischen Streitkräften versammelt hatten, gefangen genommen wurden, nachdem sie sich während des israelischen Militäreinsatzes in der Region IDF-Soldaten ergeben hatten. Aber im Laufe der Zeit zeigten die neuesten Nachrichten aus der Region, dass sich die Zahl der Mitglieder des Hamas-Terrors änderte, die sich ergeben hatten. Die Zahl der Hamas-Terroristen, die sich in Jabalia der IDF ergeben haben, beläuft sich nach jüngsten Angaben auf mehr als 200. Die Tatsache, dass sich so viele Terroristen ergeben haben, hat gezeigt, wie sehr die innere Struktur der Hamas erschüttert ist. Und dieser Prozess ging so schnell, dass es so aussah, als wollten die Mitglieder des Terrors Jabalia so schnell wie möglich verlassen. Aus diesem Grund beschleunigte die IDF die Operationen und verhaftete bewaffnete Angreifer, die keine terroristischen Aktivitäten mehr für die Hamas durchführen wollten, und schickte sie zur Befragung nach Israel. In einem der Videos war zu sehen, dass eine Gruppe hinter israelischen Militärfahrzeugen transportiert wurde. IDF-Sprecher Daniel Hagari bestätigte bei einem Briefing am Abend auf eine entsprechende Frage, dass sich die Terroristen der Armee ergeben hätten. Daniel Hagari wies darauf hin, dass diejenigen, die in diesen Gebieten blieben, die Tunnel verließen und einige Gebäude verließen, um sich zu ergeben. Hagari fügte hinzu, man prüfe, ob diese Personen mit der Hamas in Verbindung stehen, verhaftete und verhörte sie alle. Als Israel seine Bodenoffensive auf den Norden konzentrierte und die Bewohner warnte, nach Süden zu gehen, hatte die überwiegende Mehrheit der Zivilbevölkerung vor Wochen den Norden des Streifens verlassen. Diese Verhafteten waren Mitglieder des Terrors, die den Kampf aufgegeben hatten und sich Israel ergeben hatten, weil es keine Mittel mehr gab. Aber da die israelischen Streitkräfte ihre Bodenoffensive auch im Süden des Gaza-Streifens fortsetzen, ist die Hamas auch in diesen Gebieten in die Enge getrieben. Die IDF wird in den kommenden Tagen den Grenzübergang Kerem Shalom für die Bewohner der südlichen Region vollständig aktivieren. Nach der vollständigen Evakuierung von Zivilisten aus der Region werden die IDF-Truppen, die derzeit in Khan Yunus sind, auch in anderen Siedlungen im Süden des Gazastreifens umfangreiche Bodenoffensive durchführen. Selbst jetzt, da die IDF-Kampfpanzer und Truppen in Khan Yunus stationiert sind und die Hauptverteidigungslinien in dieser Siedlung durchbrechen, wird die zweite Erweis darauf hin, dass sich die Dinge im südlichen Gaza, das als seine Hauptfestung gilt, völlig verändert haben. Ziel der IDF ist es, die Terrororganisation im Norden des Gazastreifens und dann im Süden des Gazastreifens zu zerstören. Israel erwägt auch die Evakuierung von Zivilisten aus dieser Region, wie wir bereits erwähnt haben. Aber um diese Bemühungen zu untergraben, hat die Hamas zuletzt Bombenangriffe auf Israel aus dem Süden des Gazastreifens durchgeführt. Diese Angriffe betrafen die Städte im Süden Israels. Insgesamt wurden 12 Raketen abgeschossen. Eine der Raketen, die von der Hamas abgefeuert wurden, traf sogar Gaza, weil sie falsch zielten. Nach diesen terroristischen Aktivitäten betrat Israel Khan Yunus und begann allmählich, die Quellen des Terrors dort zu zerstören. Es wird vermutet, dass sich die Hamas, einschließlich des derzeit wichtigsten Terrorführers Yahya Sinwar, in Khan Yunus und anderen Siedlungen im südlichen Gaza-Streifen befindet. Es wird behauptet, dass das Hauptquartier, in dem sich Sinwar derzeit befindet, von der IDF identifiziert und überwacht wird. Laut diesen Daten ist einer der höchsten Terrorführer der Hamas von der IDF gefangen genommen worden. Danke, dass Sie uns beobachtet haben.